Hi und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein kleines Behind-the-Scenes-Video. Ich habe mich hier mit der wundervollen Nadine getroffen. Hi. Wir sind hier heute beim Café Moskau und wollen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 schicke Bilder für euch machen. So, ihr Verrückten, wir sind jetzt hier in so einem kleinen süßen Waldstückchen und versuchen ein bisschen Gegenlichtaufnahmen zu machen. Heute gibt es auch wieder Bilder von meinem richtig geilen alten russischen DDR bzw. an sich UdSSR Objektiv. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Ich freue mich auch. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass du dich auch drauf freust. Macht heute richtig, richtig Spaß. Wetter ist auch nochmal, wie ihr seht, total geil. Die Sonne scheint in Berlin, wir haben fast 30 Grad. Besser geht's eigentlich gar nicht. Seid gespannt, was gleich noch kommt. Kleine Engel. So, Leute, wir gehen jetzt gerade zum Kino International. Da werden wir so ein, zwei Fotos noch machen und dann ist unser kurzes Shooting heute schon zu Ende. Ja, hier sind wir gerade noch vor einem wunderschönen Campingstore. Ich wollte eigentlich vor den Schaufenstern noch was machen, aber leider hat diese tolle Baustelle uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir werden trotzdem, wollte ich gerade sagen, ne? Also das klappt eigentlich heute ganz gut, sogar sehr gut, macht richtig Spaß. Ihr werdet das an den Ergebnissen sehen. Sehr, sehr cool und ich bin mega happy. Haben wir hier noch was? Oh, eine schöne gelbe Wand, die werden wir doch gleich noch nehmen. Ganz easy. Seid gespannt. So, wir sind fertig. Es war mega cool, hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Ja, sehr schön. Ich glücklich, Nadine glücklich. Alle cool. Glücklich. Ne? Könnt ihr mal gucken hier. Wir sind hier gerade, wie gesagt, vor dem wunderschönen Kino International. Im Hintergrund sollte man eigentlich auch den Fernsehturm sehen. Das ist ungefähr da so. So ganz klein kann man ihn erahnen, damit ihr auch so ein bisschen Berlin-Feeling mitkriegt. Ja. Danke, Nadine, für deine Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.